Sag mal, Pablo, kennst du eigentlich einen guten Witz? Jo, pass mal auf, Junge. Kommt eine Kuh, ein Schwein, ein Huhn und eine Garnele in eine Bar. Dann kommt Pablo, schlachtet alle ab, nimmt vier verschiedene Käsesorten, vier verschiedene Soßen und macht daraus das Pablo Stadtmusikanten-Sandwich. Warte, war gar kein Witz. Ist ja echt passiert. Hast du ein Brotmesser eigentlich? Sonst kriegst du das Brot nicht geschnitten. Ich hab kein. Doch, ah, ich warte, warte. Brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich hab da eins geklaut vor ein paar Jahren. Heute machen wir das 200 Euro Pablo Sandwich. Richtig, 200 Euro, denn das, was hier auf dem Teller liegt, hat einen Gesamtwert von mindestens 200 Euro. Plus minus 10 Euro. Als erstes sehen wir uns die Garnele, die Pablo-Garnele, mit demselben Schnurrbart wie ich. Man sieht die Ähnlichkeit. Dann müssen wir uns den Kopf erstmal abtrennen. Die Schale abmachen. Was wir nicht vergessen dürfen, Garnelen haben einen Darm, genau hier in der Mitte. Die kann man sich einfach hier so rausziehen. Und da haben wir den Übeltäter. Und die marinieren wir uns jetzt mit der weltbesten Pablo-Marinade. Und falls sich jemand fragt, was sind das für Garnelen, die Pablo hier benutzt? Das sind die Black Tiger Garnelen. Die kommen aus dem Südpazifik im Raum Indonesien. Die marinieren wir einfach mit ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, Knoblauch. Denn so haben die es am liebsten. Das sind übrigens die größten Garnelen, die man zu kaufen kriegen kann. Größere habe ich persönlich noch nicht in meinem Leben gesehen. Und ich war schon oft Angel gewesen. Hier haben wir wieder unser günstig gestandenes Salz. Ein bisschen Pfeffer. Was auch nicht fehlen darf, ist natürlich ein bisschen Knoblauch. Das lassen wir jetzt ungefähr 2-3 Stunden ruhen und machen weiter. Jetzt können wir hier unser Rinderfilet nehmen. Ich war letzten Monat im Urlaub gewesen in Amerika. War ich ein bisschen auf Safari-Tour in Nebraska. Und da habe ich eine Kuh gesehen, die musste ich sofort abknallen. Sofort. Also ich wusste, dass ihr Fleisch am besten schmeckt. Und hier haben wir das Stück Fleisch. Dieses Stück Fleisch, wenn ich das verkaufen würde, 50 Euro könnte ich nehmen dafür auf jeden Fall. Man sieht, wie fettdurchzogen das ist. So, das würzen wir jetzt. Und da ich weiß, dass die Bertha gemassiert wurde, ist es mir auch klar, dass die anderen Kühe auch gemassiert werden möchten. Und da kommt das Gewürz erstmal schön einmassieren. Ist ja klar. Und auch auf den Grill. Das Ganze lassen wir jetzt 2-3 Minuten anbraten, von beiden Seiten, schön kross. Dann in Alufolie, damit das Fleisch schön ruhen kann. Und in der Zwischenzeit machen wir jetzt unsere eigene Mayonnaise. Dafür habe ich hier unsere Schüssel, Schneebesen. Nehmen wir uns Eier, auch nur das Eigelb.
ein bisschen würzen das Ganze mit unserem billig erscheinenden Salz. Ein bisschen Senf rein. Und jetzt schön alles verrühren. Und jetzt ganz leicht immer ein bisschen Öl dazugeben. Wenn man jetzt gucken möchte, haben wir eine perfekte Mayo, selber gemacht. Mal probieren. Wow, also Mayonnaise schmeckt immer noch am besten selbst gemacht. Jetzt können wir auch mal das Steak wenden. Jetzt haben wir ja das Steak fast fertig, die Mayo haben wir fertig. Jetzt können wir eigentlich jetzt zu einem Huhn kommen, ne? Bei dem Huhn haben wir hier eine schöne Keule. Und dann müssen wir erstmal den Knochen rausholen. Jetzt nehmen wir das Messer hier direkt am Knochen an. Warum ist das so gelb? Ach, die Farbe kommt dadurch, weil wir haben hier eine Maispollade. Und Maispollade heißt, dieses Huhn wurde nur mit Mais gefüttert. Nur mit Mais, ausschließlich. Und dementsprechend auch die gelbe Farbe. Und das Fleisch hat auch viel süßeren Geschmack. Viel süßeren. Finde ich einfach, passt besser zu unserem Sandwich heute. So, dann haben wir hier jetzt die Hähnchenkeule ohne Knochen. Die würzen wir uns jetzt. Natürlich mit unserem wertvollen Salz. Und natürlich auch, wie es sein soll, erstmal einmassieren. Und jetzt können wir uns das schöne Stück auf den Grill legen. Legen wir uns das Stück ein bisschen zur Seite. Erstmal gucken. Wunderbar. Immer ist wichtig auf die Fleischseite zuerst, denn die Haut zieht sich sonst so extrem zusammen, das würde einfach nicht mehr schön aussehen. Und ich lege natürlich sehr viel Wert auf Optik, denn Hauptsache ist es schön. Natürlich Hauptsache lecker, aber optisch muss es auch schon ansprechend sein, deswegen zuerst auf die Fleischseite. Und jetzt, wie gesagt, können wir unser Rinderfilet nehmen und es in die Alufolie einpacken, damit das Fleisch schön ruhen kann. Und auch auf den Grill damit, damit das Fleisch schön entspannen kann. Decke zu. Jetzt kommen wir zu unserem Schwein. Also, da habe ich hier ein Stück vom Secreto und nicht viele, sondern alle werden sich jetzt fragen, was zum Hölle ist Secreto? Das ist vom Iberico-Schwein. Iberico-Schweine werden nur mit Kastanien gefüttert, deswegen ist es auch so teuer und so unglaublich beliebt. Und dieses Stück Fleisch haben die Spanier entdeckt, das kannte vorher keiner. Das liegt zwischen Nacken und Schulter. Das ist komplett, wenn man gucken möchte, mit Fett komplett durchzogen. Und wie wir auch schon wissen, habe ich auch schon erwähnt, Fett ist Geschmacksträger und das bedeutet ausschließlich, dass dieses Stück Fleisch eines der leckersten Stücke Fleisch ist, die ein Tier hier zu bieten hat. Ein Kilo kostet 25 Euro, passt auf jeden Fall gut zu unserem Sandwich heute. Das würzen wir uns jetzt. Und
natürlich nicht vergessen, einmassieren. Und von beiden Seiten angrillen natürlich, ist klar. Was sagt unser Hähnchen? Hammer. Dementsprechend können wir auch unser Schwein jetzt drauflegen. Seht ihr schon, wie die beiden sich freuen, gleich auf ein Sandwich zu landen? Unglaublich. Und Deckel immer aufschließen, klar. Und wie wir wissen, die Zeit müssen wir natürlich auch sinnvoll nutzen. Jetzt können wir ohne ein Stück Fleisch hier vom Schwein einmal drehen. Habe ich ja schon erwähnt, wie das Stück Fleisch hier heißt, was Sie hier haben. Dieses Stück Fleisch nennt sich Secreto. Zwischen Schultern und Nacken. Secreto, wegen Secret, weil es war geheim. Ein Kilo kostet 25 Euro. Wie ein Rinderfilet. Man sieht einfach, dass dieses Stück Fleisch den Preis auch definitiv wert ist. Jetzt kommen wir zu den Garnelen. Die haben wir ja vor 3 Stunden mariniert. Die kommen auch vom Grill drauf jetzt, direkt. Was sagt unser Schwein? Hammer. Unser Hühnchen. Hammer. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis alles fertig gegart ist und dann können wir unser Sandwich belegen. Jetzt drehen wir die Garnelen. Und dann können wir eigentlich jetzt auch schon unser Brot vorbereiten. Und hier haben wir unser Brot von meinem persönlichen Bäcker gebacken. Mit dem teuersten Pfeffer auf der Welt, das ist der tasmanische. Und das werden wir jetzt erstmal aufschneiden. Wenn man gucken möchte, wie schön es von innen aussieht. Richtig gerade frisch aus dem Ofen. Das ist noch unglaublich sehr, sehr heiß. Aber wie wir wissen, Pablo hat Finger aus Stahl. Er kann es anfassen. Und da tun wir jetzt ein bisschen Soße drauf. Wir haben ja 4 verschiedene Soßen, also wir haben Senf, Ketchup, meine eigene Mayonnaise, die 1000 Euro wert ist und wir haben einen Chili-Chutney. Ich würde sagen, wir tun zuerst ein bisschen Ketchup drauf. Und da kommt jetzt unser Rinderfilet drauf. Das wird so lecker! Dann schneiden wir uns das Fleisch schön in dünne Scheiben. Ein bisschen Salat. Manche fragen sich jetzt natürlich, Pablo, wie kannst du Salat auf ein Sandwich tun? Du bist doch gegen Salat. Ja, das stimmt. Ich hasse Salat, aber für eine gewisse Frische ist das schon wichtig. Und jetzt kommt dieses Stück Fleisch einfach komplett hier drauf. Dann haben wir hier, wie heißen die nochmal? Kamuto? Kamuto? Eine Kuh sagt. Ach, natürlich, natürlich. Oder Kumato. 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 Da haben wir hier eine Kumato. Schneiden die in Scheibe. Jetzt fragen sich alle, Pablo, was ist eine Kumato? Kumato nennt man diese besondere Tomatenart. Kommt aus Belgien. Die sieht sehr unreif aus. Aber die hat einen richtig, richtig leckeren Geschmack. Legen wir es komplett auf unser Sandwich drauf. Und darauf
legen wir jetzt unser Sekreto drauf. Und darauf haben wir es hier, ein schönes Chili-Chutney. Chutney heißt im Prinzip eigentlich nur süß, sauer, salzig. Das alle drei Geschmackskomponenten in ein, mit ein bisschen Chili verfeinert. Das tun wir hier drauf. Jetzt haben wir unser Chutney drauf getan und was natürlich berücksichtigt wurde, damit der Saft von den Tomaten und von dem Secreto ein bisschen in das Rinderfilet reingeht, damit der Geschmack noch leckerer wird, habe ich das ein bisschen so liegen lassen. Aber jetzt tun wir alles runter, bis auf das Rinderfilet, denn da muss noch Käse da natürlich darunter. Ne? Also du hast jetzt nicht vergessen, den Käse auf das Rinderfilet zu legen. Hallo, das Rinderfilet schmeckt natürlich viel besser, wenn der Geschmack von diesem leckeren Secreto erstmal ins Rinderfilet reingegangen ist, genau wie mit den Tomaten. Das sind ja belgische Tomaten, ist ja diese Camuto, ist ja klar. Und deswegen erstmal den Geschmack intensiven und dann kommt der Käse drauf. Und den haben wir hier. Appenzeller erstmal drauf. Und jetzt können wir auch unsere Tomaten mit dem Secreto drauflegen. Und darauf haben wir jetzt hier ein paar Gewürzgurken. Die werden wir uns schön zurechtschneiden. Und darauf habe ich hier einen leckeren Knoblauchkäse. Den muss einmal halbieren, auch ziemlich drauflegen. Und jetzt kommen wir zum Hühnchen. Das holen wir uns raus. Schneiden uns das auch natürlich in schöne Scheiben zurecht. Und auch Sandwich drauf. Natürlich, was auch nicht fehlen darf, ist natürlich Zwiebeln. Es geht nichts über Zwiebeln. Die legen wir uns auf unser Sandwich. Dann natürlich, wie es sich gehört, mit Käse bedecken. Da habe ich hier wunderschön ein Stück Gouda. Das halbieren wir uns einmal. Legen das hier drauf. Und da drauf. Und jetzt kommen wir zu unseren leckeren Garnele. Und ja, die Garnele, wie man gucken möchte, die ist so schön. Die würde ich eigentlich gar nicht mehr schneiden wollen. Die würde ich direkt so drauflegen. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, jetzt unsere selbstgemachte Mayonnaise. Und dann haben wir hier leckeren Käse. Mit Chili halbieren wir uns, legen wir es hier drauf. Und für den Deckel haben wir ein bisschen Senf. Den werden wir komplett damit beschmieren. Deckel schließen. Und damit der Käse auch richtig geschmolzen ist, kommt das leckere Sandwich noch ein bisschen auf den Grill drauf. Und ganz wichtig, Deckel schließen, weil wir diesen Ofeneffekt haben wollen. Jetzt ist unser Baguette auch fertig. Können wir rausnehmen. Unglaublich. Da sieht man das Rinderfilet, das Secreto, die Garnele, das Hühnchen, die Soßen. Alles ist drin. Mmh.
Also, dieses Sandwich, klar, das leckerste sowieso, ist normal. Aber habe ich in der Dimension noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Und das ist wieder mal ein Beweis, dass Pablo einfach der beste Koch auf YouTube ist. Ich halte hier ein 200-Euro-Sandwich in meiner Hand. Unglaublich. Hammer. Guck mal, Junge. Ich bin zwar nicht von der Wohlfahrt, aber... Jetzt sag nicht, du gibst mir das ab. Komm. Guck mal. Du kriegst sogar, weil ich so ein Gönner bin, die ganze Garnele. Dieses Sandwich hat mein Leben verändert. Ich möchte ab jetzt jeden Tag so frühstücken. Ich habe schon viele geile Sachen jetzt hier gemacht für euch. So wie ich das sehe von meiner Seite aus, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei mir sieht es so aus. Ah, ich sehe gerade bei euch, das ist noch geiler aus. Ich drehe es wieder um. Ich bin offen für alles. Soll mir einer zeigen, dass er das definitiv besser und perverser und geiler hinbekommt als ich. Ich bin mir eigentlich total sicher, das wird nicht der Fall sein. Ja, und ich würde sagen, ich hau mir jetzt das letzte Sandwich rein jetzt. Wow, unglaublich, ich muss essen jetzt.